Kaum hat Eminem Like Toy Soldiers als nächste Single angekündigt, verdrückt sich Just Lose It auf Platz 10. Just lose it. Go crazy. Bittersweet ist der offizielle Song zur neuesten Version vom PC-Game Die Siedler und die erste Single vom neuen Apokalyptica-Album 3 runter auf die 9. Justin Hawkins von In The Darkness findet den Band-Aid-Song deprimierend und langweilig. Trotzdem geht's hoch auf die 8 für Do They Know It's Christmas. Da fallen dem Stollen die Rosinen aus dem Teig. Scooter haben mal wieder alles andere vor als Stille Nacht und toben mit One Always Hardcore auf der 7. Sogar Günther Jauch hat bei der perfekten Welle ein super Gefühl. Ob aus Juli Millionäre werden? Platz 6. Groß geworden ist Annette Louisanne in einer Plattenbausiedlung in der Altmark. Alles andere als trist geht das Spiel. Hierauf auf Platz 5. Beyoncé hat ab dem nächsten Jahr endlich auch ein eigenes Fashion-Label. Bis dahin müssen sich Destiny's Child noch in Fremdwäsche räkeln. Mit diese Woche auf der 4. Als Popstars Juror ist Lukas Hilbert nicht gerade für Bohlensche Härte bekannt, aber umgekehrt sind ja auch alle nett zu ihm. Was ich an ihr mag, darf nochmal rauf auf die 3. Call on Me bleibt weiter Zweiter und ein Album hat Eric Prydz immer noch nicht geplant. Willkommen zu Platz 1 in der Hitlist Germany und damit zu der Frau, der Günther Jauch seinen Kopf in den Schoß gelegt hat. Was sich jetzt wesentlich aufregender anhört, als es denn dann war, denn der Günther hat bei der Sarah, Connor, nur mal kurz Tyler gespielt. Tyler ist das Baby von ihr und genau dem singt die Sarah nämlich gerne Lieder vor. Und zwar welche? Die von Aerosmith. Tyler, also nicht umsonst Tyler, ne? Alles macht langsam Sinn, auch dass die Sarah noch auf der 1 ist, denn es weihnachtet und es ist eine Riesenschnulze und hier kommt sie rockplatzig weiter. Schönen Tag noch, Sarah Connor mit Living to Love You. All we had was just one summer. Two lovers strolling in the park. But like they say, the world keeps turning.